So, ich mache mich jetzt auf zu meinem Vermieter. Ich hatte gestern Abend dann noch zwei Wohnungsbesichtigungen. Da war dann aber mein Akku leer vom Aufnahmegerät und demzufolge gibt es davon keine Kameraaufzeichnung, großartig. In Kanada ist es üblich, das ist ja hier so ein bisschen so Auswanderer-Vlog im Endeffekt, ne? Also ich will euch natürlich zeigen Land und Leute, die Natur vor allen Dingen und Sehenswürdigkeiten und so weiter, aber auch ein bisschen wie, was mache ich sozusagen, wenn ich einwandere an Punkt Null sozusagen. Und es ist üblich in Kanada, die Mieten, die erste und die letzte Monatsmiete sofort zu bezahlen. Das ist überall so, das ist Standard. Ja, und jetzt mache ich mich quasi auf den Weg dahin. Und danach werde ich heute in so einem kanadischen Ortsamt, sage ich jetzt mal, mir meine Sozialversicherungsnummer abholen. Und die ist wichtig, damit ich dann arbeiten kann, weil man muss ja ein bisschen die Sachen hier ins Rollen bringen, um dann auch schön Money zu machen. Jo. Und ja, ich bin guter Dinge. Es ist am Morgen, der Tag beginnt und auf geht's. Vorbeischreiten, um mir dort meine Sozialversicherungsnummer zu holen. Ich hoffe, ich schaffe es pünktlich. Also die
hier ist total also für mich zumindest total unübersichtlich. Wenn man hier länger wohnt, ist es, denke ich, total einfach. Aber ja, es ist sehr, es gibt halt sehr viele Busse, sie ist halt sehr gut, die Verbindung. Und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen unterwegs sein und dann heute Abend werde ich endlich mal schneiden, hoffe ich. Also, dieses Land bzw. diese Stadt ist einfach mal viel zu groß. Ich kam hier in dieser wunderschönen Mall hinter mir an, in der sich dieses Regierungsbüro befindet. Und es war eine Minute nach vier und genau um vier schließt dieses Büro und sie haben mich nicht mehr reingelassen. Ich konnte nicht meine Sozialversicherungsnummer beantragen. Ich bin von meinem Vermieter um zwei losgefahren und hab dann
war dann unglaublich verwirrt wegen dieser öffentlichen Verkehrsmittel hier, weil das alles ist ein bisschen komisch. Also es ist einfach mal unübersichtlich, wie ich schon gesagt hatte. Und also für mich als Fremden, und ich habe echt 2 Stunden gebraucht, 2 verdammte Stunden, um hierher zu kommen, und habe es nicht geschafft, wo ich mir dann so dachte, na, da hättest du dir das eigentlich auch sparen können, hättest du gleich nach Hause fahren können. Ja, es ärgert mich sehr. Ich weiß, ich bin da der Einzige, der da was dafür kann, aber es ärgert mich trotzdem sehr. Aber das heißt, wir lernen, Kanada ist unglaublich groß und für Wege muss man teilweise mehr als 2 Stunden ausrechnen, auch wenn der Google-Mann einem nur 1 Stunde sagt. An sich, es ist unglaublich groß, diese Stadt. Ich habe festgestellt, so toll finde ich Großstädte nicht mehr. Also schon St. Petersburg war ja unglaublich riesig, aber davor wenigstens alle Minute eine Metro. Hier ist das ja nicht mehr so. Also hier hast du 2 große Metro-Linien, also U-Bahn, hier Subway-Linien, und das war's. Also du hast eine gelbe, die geht wie so ein U, die führt zu Downtown, und dann hast du die grüne, die geht von Südwesten nach Nordosten, und das war's. Also dann gibt's noch so ein paar kleine im Norden und Nordwesten, aber ja, und die Bahnen kommen auch nicht im Minutentakt, so wie in Russland, sondern alle 5 Minuten, alle 3 Minuten, alle 6 Minuten, alle 10 Minuten. Also das heißt, man darf da schon mal kräftig warten. Und auch bloß bis um 2 morgens. Weil ein bisschen besser als in Russland, aber ja, ungefähr ähnlich. Und es ist halt unglaublich schwierig, ohne Auto hier was gewuppt zu kriegen. Das Problem ist so, ein Auto kostet halt Schweinegeld, weniger eine Anschaffung. Da kann man ja, es gibt ja keinen TÜV, soweit ich weiß, aber von der Versicherung her. Also eine Versicherung muss man trotzdem abschließen, und die ist natürlich sehr, sehr teuer. Das heißt, ist für mich nicht sonderlich erschwinglich. Jetzt stört hier gerade der Wind. Ja, aber gut, das heißt, es wird mich noch ein Weilchen dauern, brauchen. Und ja, aber ich mache mich jetzt auf meinen Heimweg, und dann wird geschnitten. Ich gehe jetzt mal auf meinem Heimweg noch was Kleines einkaufen, so zu essen und so, und ihr kommt natürlich mit.
So, ich bin jetzt gut ausgerüstet mit allerlei Sandwich-Utensilien. Boah, die Sonne blendet krass. Deshalb haben im Übrigen die Leute hier auch immer eine Sonnenbrille auf oder häufig, weil dann nämlich die Sonne nicht so blendet. Deshalb hatte ich nämlich vor uns auch eine auf. Jetzt habe ich sie gerade nicht auf. Ich weiß nicht warum. Ich bin jetzt mit viel Sandwich-Utensilium ausgerüstet und das kann man eigentlich immer verknusen, so ein kleines Sandwich. Und ja, jetzt geht's endlich nach Hause. Ich bin ein bisschen fertig. Die Sache mit dieser Größe der Stadt und dass ich wirklich 2 Stunden gebraucht habe, das hat mich noch ein bisschen fertig gemacht. Aber gut, morgen kommt ein neuer Tag und neuer Abenteuer. Bis dahin. Gleich abhauen. Meine Güte. Die sind ja zahm. Gerade gesehen, sind mir gerade 2 Eichhörnchen mitten über den Weg gehüpft. Die sind unglaublich zahm. Das ist mir schon aufgefallen, als ich das erste Mal zur Wohnungsbesichtigung war. Guck mal, hier hinter mir am Baum sitzt. Wenn man es sehen kann, ich weiß es gerade gar nicht. Nee, kann man nicht sehen. Ich gehe mal ein Stück weiter rum. Na du, da oben. Da oben auf einem Ast. Kann man jetzt schlecht sehen. Dort. Da. Aber die sind unglaublich zahm. Die sehen ein bisschen anders aus als die Deutschen. Sind ein bisschen dunkler, nicht so schön braun, eher schwarz. Und die sind unglaublich zahm. Ich weiß nicht, ob das was Gutes ist. weil man sagt ja immer in Deutschland, zahme Tiere nicht füttern und bloß weg, weil Tollwut und so weiter. Aber das ist mir schon mal aufgefallen. Ich glaube, hätte ich jetzt was zu schnabulieren mit dabei gehabt, dann hätten die mir sogar aus der Hand gefressen, wer weiß. Interessante Sache so nebenbei.